Ja, herzlich willkommen zu der Serie Zahnmedizin 2.0, ein Update. Mein Name ist Rudolf Bolzius und ich bin im Internet bekannt als der Mitochondrien-Doktor. Jetzt machen wir die Interviewserie mit meinem Schulfreund und Zahnarzt Jürgen Neuenhaus. Herzlich willkommen, lieber Jürgen, und ganz herzlichen Dank, dass du dich dazu bereit erklärst, über dieses tolle und spannende Thema Zahnmedizin zu sprechen. Vorab möchte ich aber sagen, warum mache ich das als Mitochondrien-Doktor, die Zahnmedizin? Was haben die Mitochondrien mit den Zähnen zu tun? Sehr viel, weil Zähne können Störfelder sein, Zähne können Gifte aussondern und Zähne sind ein ganz wichtiger Bestandteil des menschlichen Körpers. Und in meinem Konzept spielen 5 Themen eine große Rolle. Erstens die Ernährung, zweitens die Entgiftung, drittens die Zähne, die Zahnstellung, die Zahnmaterialien und die Halswirbelsäule. Deshalb mache ich das Interview oder die Interviewserie. Viertens war Zähne und fünftens ist dann Sonstiges wie Wasser, Elektrosmog und Sonstiges. Wir sind hier im Medizentrum. Medizentrum nennen sich viele, aber du hattest das erste Medizentrum, schon vor langer Zeit, das weiß ich. Und das ist in Heimatsheim, der in Zwistal, Heimatsheim. Das ist westlich von Bonn, kurz vor der Eifel oder vor Eifel. Und jetzt darf ich dich bitten, dich mal vorzustellen, damit wir überhaupt wissen, wie du zu dieser ganzheitlich biologischen Zahnmedizin gekommen bist. Das mache ich gerne, lieber Rudolf. Vielen Dank für das Interview. Also ich bin Jürgen Neuenhausen, 56 Jahre alt, 4 Kinder, glücklich verheiratet. Und ich betreibe ganzheitliche Zahnheilkunde eigentlich seit Beginn meines Studiums schon. Der Anlass, mich überhaupt mit Auswirkungen von Zähnen und Zahnmaterial zu beschäftigen, den hatte ich schon während des Studiums. Du kannst dir vorstellen, wir sitzen in einem Raum mit 50 Studenten und es werden 50 Amalgamfüllungen gleichzeitig angerührt, die in einen Phantomkopf eingebracht werden sollen. Mir war nach ein paar Stunden schon klar, so geht das nicht. Ich hatte Gott sei Dank einen Fensterplatz und konnte am offenen Fenster arbeiten. Aber ich hatte nachmittags Kopfschmerzen ohne Ende, wenn ich da rausgegangen bin. Und ich habe immer gedacht, ich hätte einen neben mir gehen. Gott sei Dank haben wir dann über die Fachschaft damals erreichen können, dass Lüftungsanlagen eingebaut wurden und die Räumlichkeiten entsprechend verändert werden mussten. Ja, aber da ist mir schon klar geworden, dass Zahnmaterialien etwas mit unserer Gesundheit zu tun haben. Ja, der nächste Schritt war dann, nachdem ich 6 Wochen eine ganz furchtbare Assistentenstelle hatte und gedacht habe, wenn das Zahnheilkunde ist, dann lasse ich es lieber bleiben, bin ich dann über einen Kontakt zu einem Kölner Zahnarzt gekommen, den ich heute noch sehr schätze. Und der eine ganz andere Intention hatte. Ihm ging es nicht um Amalgam oder sonst irgendwas. Ihm ging es einfach darum, die Funktion der Zähne maximal orientiert am Original wiederherzustellen. So, in dieser Praxis wurden also grundsätzlich alle Amalgamfüllungen entfernt. Allerdings nur aus dem Grund, um dann mit Hilfe von Goldfüllungen eine gute Okklusion, also einen guten Zusammenbiss zu erreichen. Da fiel mir aber schon auf, obwohl wir damals noch das Amalgam ohne Schutzvorkehrungen entfernt haben, fiel mir auf, dass ein Großteil der Menschen viele organische Probleme ablegen konnte, nachdem diese Amalgamfüllungen aus dem Körper raus waren. Großartig nachgedacht haben wir zu dem Zeitpunkt noch nicht darüber. Das ist so knapp 30 Jahre her. Ja, das ist so knapp 30 Jahre her jetzt, so 29, 30 Jahre her. So, und mein Schlüsselerlebnis hatte ich dann in meiner ersten eigenen Praxis. Ich hatte einen Patienten, der war sehr stark erkältet und der wollte auch ein paar Zähne saniert haben. Wie gesagt, damals waren wir noch nicht so weit, dass wir unter Schutzvorkehrungen Amalgam entfernt haben. Ich habe ihn jedenfalls auf seinen Wunsch auch in diesem erkälteten Zustand behandelt, Amalgamfüllungen rausgenommen. Am nächsten Tag rief mich seine Frau an und meinte, der Mann liegt auf der Intensivstation, ist gelähmt, kann nicht sprechen, kann nicht sehen, nichts funktionierte mehr. Der ganze Körper hatte aufgegeben. Und man konnte im Krankenhaus auch nicht sagen, was genau passiert war. Man vermutete, dass diese beiden Dinge, starke Erkältung und Vergiftung durch das herausgenommene Amalgam,
dass das möglicherweise unglücklich gekommen war. Ja, ich habe mich dann sehr intensiv um diesen Patienten auch gekümmert und ihn teilweise im Krankenhaus noch versorgt mit den Zähnen und Provisorien und allem. Und Gott sei Dank ist er wieder auf die Beine gekommen. Wir sind dann auch Freunde geworden nachher und haben uns dann aber auch gemeinsam um dieses Thema weiter gekümmert. Aber ab dem Tag habe ich mir geschworen, nie wieder nehme ich Füllungen raus ohne Schutzvorkehrung. Also nicht nur bei erkälteten Patienten nicht rausnehmen, sondern generell das Rausnehmen von Amalgam war dir ein wichtiges Thema. Genau. Also das Richtige herausnehmen. Genau. So kann man sagen. Dafür, da machen wir ja wieder ein anderes Video drum. Es geht ja jetzt erstmal um deinen Weg. Ja. Gut. Dann hatte ich einen Patienten, der war Physiotherapeut. So. Und der meinte schon, naja, wenn du mir den Biss richtig einstellst und was ist denn, wenn ich jetzt mit Verspannungen zu dir komme? Ne? Kriegst du den Biss denn dann auch in der richtigen Position? Und da hatte er mich genau am richtigen Thema getroffen, weil mir war nämlich schon aufgefallen, dass ich bei Patienten, wo ich sehr genau den Biss registriert hatte und sehr genau einjustiert hatte. Registriert oder registrat ist die also, Relation zwischen Ober- und Unterkiefer. Da macht ihr zwei Abdrücke und die setzt er über irgendwelche Dinge dann sozusagen im Verhältnis. Genau. Damit könnt ihr den Biss am Modell nachbauen. Richtig. Wenn ich Zähne beschliffen habe, mache ich ja einen Abdruck davon. Davon wird ein Modell erstellt und das bekommt der Zahntechniker, um darauf die Zähne zu arbeiten. Es geht dann nicht nur um den einzelnen Zahn, sondern um das Verhältnis der ganzen Zähne, Ober- und Unterkiefer zusammen. Genau, ja. Ober- und Unterkiefer. Kauen ja nicht mit einem Zahn, hoffentlich zumindest. Sondern Ober- und Unterkiefer sind ja zunächst mal getrennt und die müssen dann in so ein Gerät eingebracht werden. Und dann muss ich ja wissen, wie stehen die eigentlich zueinander, weil es ist ja ein Unterschied, ob die so stehen oder so stehen oder so. Und das nennt man Registrieren, dann diese Position festlegen. Das macht man mit Hilfe von Abdruckmaterialien oder Wachsbissen. Jedenfalls war mir aufgefallen, egal wie genau ich das gemacht habe, es kann sein, dass 14 Tage später die Position gar nicht mehr die richtige ist und dass die Arbeit, die ich gefertigt habe, dann gar nicht passt. Ja, und dann nach diesen Gesprächen mit meinem Freund Martin Becker, dem Physiotherapeuten, ist mir dann klar geworden, dass da noch mehr Strukturen dranhängen und dass wir die natürlich berücksichtigen müssen. Mhm. Ein Patient, der jetzt eine Stunde den Mund aufgehalten hat beim Beschleifen der Zähne, dann kann man nicht danach sagen, beiß mal zu und dann nehme ich diese Position als richtig an. Der hat eine Kiefersperre und... Der hat alles gedehnt, die Gelenke sind verschoben und die Muskulatur ist gedehnt und die Bänder sind gedehnt. Es kommen ja auch nur ganz wenige Patienten schon mit einer inneren Anspannung zu dir oder zum Zahnarzt, oder? Gut. Das ist jetzt zynisch, nehme ich an. Ja, in der Regel haben wir doch ein nicht so tolles. Ja, da bist du ja schon verspannt. Das stimmt, die Patienten sind ja schon verspannt, wenn sie reinkommen, ja. Genau. Und dann habe ich gesagt, okay, weißt du was, Martin, dann müssen wir mal Folgendes machen. Wenn ich dem Patienten die Zähne beschliffen habe und die Abdrücke habe, dann komme ich mal zu dir in die Praxis mit dem Patienten und dann entspannst du ihn wieder. Und wenn du ihn entspannt hast, dann messe ich dann mal die Relation zwischen den Zähnen nach. Ja, und da haben wir dann doch erhebliche Abweichungen festgestellt. Und da war mir klar, okay, Wirbelsäule, Halswirbelsäule, Muskulatur, das muss ich alles mit berücksichtigen, wenn ich Zähne in der richtigen Position neu fertigen will. Ja, und dann bin ich also mit den ersten 10, 20 Patienten immer fleißig in die physiotherapeutische Praxis gefahren und habe vor Ort eben registriert. Ja. Ah ja, du hast es dann direkt vor Ort gemacht. Ich habe es direkt vor Ort gemacht. Du bist nicht dahin gefahren, dann wieder hier hingeflogen, in deine Praxis. Ich habe meine Sachen mitgenommen, Patienten eingepackt, bin dahin gefahren und wir haben das vor Ort gemacht, weil wir wollten es ja genau haben. Und wir wollten ja auch keine Abweichungen haben, wenn der Patient wieder ins Auto steigt und fährt. Das wieder. Genau. Ja, und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, das ist so wichtig, dass wir feststellen, ein Zahnarzt kann eigentlich ohne Physiotherapeut überhaupt gar nicht arbeiten. Weil er kann immer nur alles falsch zusammenbringen, wenn er den Physiotherapeuten nicht dabei hat. Er kann die Zähne im Menschen gut machen, aber nicht den kompletten Menschen gut hinkriegen. Ja.
Das ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt in einem gut funktionierenden System nur einen einzelnen Zahn in der Mitte mache. Das heißt, dann kann ich ja schon rekonstruieren, wie passt der Rest zusammen. Oder ob ich eben die Stützzähne, also die Backenzähne, die vielleicht schon längere Zeit kaputt gewesen sind und wo der Patient dann schon kompensiert hat, um zuzubeißen, ob ich die dann behandle. Nicht? Also das muss ich dann schon differenzieren. Aber immer wenn die Stützzonen betroffen sind und wenn schon mehrere Dinge im Mund nicht mehr original sind, dann ist es eben sehr wichtig, diesen Vermessungsvorgang durchzuführen. Ja, und daraus reift dann natürlich der Gedanke, wenn ich jetzt mit jedem Patienten in die Praxis fahren muss, dann ist es eigentlich besser, ich hole die Praxis zu mir. Und daraus ist dann zunächst mal eine Zahnarztpraxis mit physiotherapeutischer Praxis entstanden, die wir viele Jahre geführt haben. Dann kam die nächste Komponente hinzu, die Materialien, weil ich hatte ja noch meinen Patienten im Kopf mit den Lähmungen und sämtlichen neurologischen Ausfällen. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, keine Entfernung von Giftstoffen mehr ohne Schutzvorkehrungen und wollte mich natürlich selber auch schützen. Und deswegen habe ich auch für die Zahnärzte eine Atemschutzmaske entwickelt. Und für die Helfer. Und für die Helferin. Ja, für die Helferin natürlich auch. Ganz wichtig. Ja, wir sind alle gleichberechtigt und wir wollen uns alle schützen. Nein, weil das wird ja häufig nicht so sehr berücksichtigt, ja? Dass der Zahnarzt und die Helferin eine viel häufigere Gefährdung durch die Dämpfe haben als der Patient. Der natürlich macht das ja nur einmal. Ja, die sind viel höher belastet, genau. Klar. Nein. Das stimmt. Ja, und nachdem wir dann weiter immer fleißig Material unter Schutzvorkehrung entfernt haben, haben wir auch zunächst mal beobachtet, wo, in welchen Bereichen geht es den Leuten anders oder besser. Also welche Beschwerden verschwinden. Ich habe deswegen schon sehr frühzeitig einen großen Anamnesebogen angelegt, wo Patienten alle ihre Beschwerden eintragen. Und wir haben dann Verlaufskontrollen gemacht, 2 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, und haben dann geschaut, was verschwindet eigentlich. Ja. Und in dem Zusammenhang sind mir natürlich noch viele andere Materialien aufgefallen als Amalgam. Also Amalgam ist ja noch nicht das Schrecklichste, was wir haben. Es gibt ja noch viel schlimmere Sachen. Das machen wir Materialkunde. Ja. Ja. Aber weil mir dann klar wurde, dass diese Materialien ja auch eine Bedeutung haben, habe ich gesagt, okay, dann müssen wir Testverfahren haben, um festzustellen, wie ist denn der Patient belastet? Und was verträgt er eigentlich? So, und daraus kam die Zusammenarbeit mit Heilpraktikern und Ärzten. Und nachdem uns dann klar war, ja, wir brauchen nicht nur den Physiotherapeuten in der Praxis, sondern wir brauchen auch noch einen Heilpraktiker oder einen Arzt dabei, waren natürlich meine Räumlichkeiten zu klein. Und dann habe ich gesagt, naja, dann bauen wir eben ein Medizinzentrum, also ein Medizentrum, und versuchen alles unter ein Dach zu bringen, um den Patienten kurze Wege zu ermöglichen und eine komprimierte Behandlung, denn du weißt selber, wie die Wartezeiten sind, wenn man von einer Praxis in die andere geschickt wird. Das macht keinen Spaß. Und daraus hat sich dann, wir haben sehr viel gelernt, auch von den kooperierenden Medizinern und Heilpraktikern und Physiotherapeuten, haben uns immer ausgetauscht und auch geschaut, was haben wir den Patienten Gutes getan oder wo auch vielleicht mal nicht. Und durch diese Erfahrungen, die wir dann gebündelt haben, glaube ich, dass wir heute sehr gut aufgestellt sind. Ich will nicht sagen, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, aber wir sind relativ gut aufgestellt und können doch den meisten Patienten sehr effektiv helfen. Ja, und ich führe das Interview auch deshalb, weil ich das Medizentrum sehr gut kenne und weiß auch selber zu schätzen, auch als Patient, ja, was das für eine Arbeit ist. In der Regel ist es wirklich so, einmal richtig saniert heißt, dann einmal im Jahr noch zur Kontrolle und Zahnpflege, ja, oder Zahnreinigung. Das ist immer das Ziel. Ja. Selten, dass irgendwie, das ist natürlich, glaube ich, schon ein Unterschied zu der, in Anführungsstrichen, eher Reparaturmedizin. Ja. Ja. Also du weißt ja, dass ich Oldtimer sammle und restauriere. Und bei einem alten Auto ist es auch so. Ich kann ewig flicken und fahre ewig mit einem alten Auto. Oder ich mache einmal eine Kernsanierung, dann habe ich ein wunderschönes, neuwertiges Auto, was ich jahrzehntelang fahren kann und benutzen kann ohne Ärger. Und ich glaube, dafür stehst du. Jetzt zum Schluss noch, du hattest auch eine eigene Erfahrung mit Zähnen und Gesundheit. Ja, das stimmt. Ich habe also
Also meine ersten Erfahrungen mit Zahnmedizin waren sowieso sehr, sehr schlecht. Ich hatte einen Zahnarzt, der etwas grob war. Also es gab keine Spritzen, sondern es gab eine Watschen, ja, wenn der Mund nicht auf war. Wie alt warst du da? Oder das war einem kleinen, also schon mit 4, 5 Jahren. Leichte Prägung, genau. Und ich werde nie vergessen, diese fiesen Amalgamfüllungen, die wurden mit dem Daumen reingedrückt. Dann mussten wir zubeißen, dann hatten wir diesen ekligen, sauren Geschmack im Mund. Hatten noch nicht mal Gelegenheit, den Mund richtig umzuspülen und mussten dann das Haus wieder verlassen. Und vor dieser Zahnarztpraxis, da unten war eine Bushaltestelle. Und es ging anscheinend allen Patienten wie mir, erstmal, wenn man raus war, dieses fiese Zeugs aus dem Mund ausspucken. Und die ganze Bushaltestelle vor der Praxis, da war der Bürgersteig schwarz. Ich glaube, dass... Von dem Amalgam? Ja, vom Amalgam. Das hätte man wahrscheinlich alles als Sondermüll tief ausgraben müssen. Das ist ja spannend. Ja. Also ich nenne ja keine Namen, aber es war jedenfalls kein Vergnügen. Der Mann ist auch früh gestorben, also der hat ja, wie gesagt, mit bloßen Händen das Zeug reingedrückt und der ist nur knapp über 50 geworden und dann war es das auch. Die Lebenserwartung bei Zahnärzten ist deutlich geringer als der Durchschnitt. Ja, also nach den Zahlen, die mir bekannt sind, sollen Zahnärzte durchschnittlich 56 Jahre alt werden. Ja. Wobei es da einige Kollegen gibt, die sehr alt werden und einige, die sehr, sehr früh sterben. Das können wir auch ein andermal klären, wie das mit der genetischen Disposition und so zusammenhängt dann. Ja. Genau, Entgiftungsmöglichkeiten, ja. Ich hoffe jedenfalls, dass ich zur länger lebenden Gruppe gehöre. Bist du 56? Ich bin schon mal über das dritte Alter hinaus, ja. Ich bin 57. Okay. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Bei der Bushaltestelle. Bei der Bushaltestelle, genau. Das war meine erste Erfahrung mit Zähnen. Dann habe ich... dann später während des Studiums meine Zähne natürlich sanieren lassen, allerdings streng nach schulmedizinischen Richtlinien. Das heißt, die Zähne wurden mit Amalgamfüllungen aufgebaut, dann wurde das Amalgam wieder etwas beschliffen und dann kam eine Krone auf diese Zähne, eine Goldkrone. War natürlich fantastisch, ne? Gold und Amalgam im direkten Kontakt übereinander. Aber so war halt der Stand der Dinge in der Universität. Ich habe dann auch ständig Kopfschmerzen gehabt und war eigentlich, solange ich mich erinnern kann, immer mit Halsentzündungen beschäftigt und Erkältungen, obwohl ich sportlich sehr fit war und sehr durchtrainiert war. Ich war also Leistungsschwimmer und war schon wirklich gut drauf. Aber es hat mich dann immer fertig gemacht. Und dann habe ich nachher noch eine Wurzelbehandlung bekommen und eine Brücke auf diesen toten Zahn. Und dann ist mir immer schwindelig gewesen. Ja. Und ich kann mich da gut dran erinnern. Du warst jung aber. Ja, ich war noch jung. Ja. Das war Mitte 20 schon. Mhm. Und ich weiß noch wie heute, dass so an manchen Tagen, wenn ich dann eine Kreuzung überqueren wollte, dass ich immer geguckt habe, geht da irgendwo in der Nähe einer neben mir, damit ich mich irgendwo festhalten kann, falls ich den Halt verliere. Ja, das hat mich also wirklich extrem belastet. Und ich habe das aber damals noch nicht so in direkten Zusammenhang gebracht und habe auch noch Jahre gebraucht, bis dann mein Heilpraktiker mir sagte, hör mal, du musst unbedingt da oben diesen toten Zahn entfernen lassen. Da stimmt was nicht mit. Ja, das habe ich dann auch gemacht, habe mir die Zähne also wieder sanieren lassen mit meinen Assistenzärzten dann und bin dann zu einem Freund nach Mannheim gefahren und habe gesagt, Zahn raus, Implantat rein. Und es ist unglaublich, also das habe ich noch vergessen, ich hatte auch immer Herzprobleme. Mhm. Also mal Herzrasen, das ging mal schnell, mal langsam und der Puls ging hoch. Stolpern. Genau, und ich hatte ich auch nie eine Erklärung für und es hat mich immer bedrückt. Und du glaubst es nicht, ne? Also diese Zahnoperation war sehr kompliziert, es musste also Implantat mit Kieferhöhlenaufbau und allen Schikanen gemacht werden. Aber in dem Augenblick, wo der Zahn raus war, ne? Der Wurzel. Boah, ja, das war wie wenn... Ketten von mir fallen. Ja. Ja, also obwohl ich ja operiert aus dieser Praxis kam, mit so einem Gesicht dann, bin ich die Treppe fast runtergeflogen, so leicht war mir. Ne? Und dann ist, da ist an diesem Punkt ist mir dann klar geworden, dass es bei toten Zähnen und so nicht nur um Entzündungen und Vergiftungen geht, sondern dass es auch energetische Störungen gibt, ja. Die einfach wie ein Lichtschalter klingen da sind und auch klingen wieder weg sind. Hinter jedem Organ steckt ein Zahn oder hinter jedem Zahn steckt ein Organ. Genau.
Ja, das habe ich dann auch weiterverfolgt und dann, wie gesagt, dann habe ich noch mit vielen klugen Leuten darüber diskutiert und gesprochen. Und dann war mir eben klar, dass es bei den Zähnen eben verschiedene Gruppen von Problemen gibt, die wir differenzieren müssen. Ne, wir haben Entzündungen, wir haben energetische Störungen, wir haben Vergiftungen und wir haben Mechanik. Ne? Also vier Gruppen, die wir beachten müssen. Und das Ziel sollte es immer sein, alles wieder ins Lot zu bringen. Ja? Und ich habe dann einen sehr klugen Mediziner, der in Paris an der Universität gearbeitet hat, gesprochen und der hatte auch einen ganzheitlichen Ansatz. Und der hat mir dann mal gesagt, weißt du, Jürgen, wir gehen immer in einer bestimmten Reihenfolge vor. Erst kommt die Mechanik, weil wenn die Mechanik nicht stimmt, stimmt alles nicht. Dann kommt die Organik, weil wenn die Organe nicht funktionieren, geht der Rest auch nicht. Und als letztes kommt dann die Energetik und die Psyche. Und diese Reihenfolge habe ich dann auch in meine Behandlungen so eingebaut und mit großem Erfolg. Und ich stehe da auch heute noch zu, dass das eigentlich eine sehr gute Vorgehensweise ist. Sicherlich gibt es Nuancen, aber ich glaube, deshalb ist es so wertvoll, diese verschiedenen Aspekte einer ganzheitlichen Zahnmedizin als Information rüberzubringen. Das ist ja unser Ansinnen heute, was wir machen wollen, in verschiedenen Videos. Ich denke, das war für den Anfang, für die Einleitung schon ganz hervorragend. Herzlichen Dank. Und der zweite Teil folgt. Ja. Dankeschön. So.